Welcome to a brand new Telehorst episode. Again with five-time Nobel Prize winning Zeitgeist Professor Dr. Dr. Maximilian Rauscher. Was hab ich da? Ach fuck, ich kenne mich nicht aus, wie Google funktioniert. Sound Wizard and Specialist on Trivia, Gossip and Movie Plot Summaries, Pandy Apolitsky. Ja, aber sonst so, ich weiß echt nicht, was ich zu dem Film sagen soll. And Stu. Das ist ein Typ, wenn du den verarscht, macht er dich kalt. Today's top story. Mit Lederjacke und einer geilen Ollen. Chauvinistische Filme. Oh Gott, fuck. Now, sit back, relax and turn off your intellect, because we have plenty, here at... Bildungsformat Telehorst. So, das sieht jetzt schon gut aus. Ich sehe meine Waveform. Hallo. 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 Mensch, ihr klingt heute aber ganz schön verschnupft. Mhm. Was habt ihr denn? Ich hab Mumu. Habt ihr Chauvinismus? Der heutige Cast wird präsentiert von Mumu. Munich Moonshine. Ein tolles Getränk. Aber... Ach so, das hat jetzt das Gehirn zu fressen. Ja. Also ist heute praktisch der Telekater. Ja. Naja, gut. Katerhorst. Aber wir haben ja ganz passende Filme, weil so, wer ein echter Mann ist, der kann sich ja so einen Kater auch leisten. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, unsere letzte Folge war ja Geburtstag. Die haben wir wirklich ganz spät abends aufgenommen. Und die Macho-Folge, die Shovi-Folge, die nehmen wir Sonntagnachmittags auf. Ja, klar, nach der Kirche. Muss ja sein. Ich trinke auch hier Tee gerade von einem schönen Spitzendeckchen. Kurze Frage, wie fandet ihr die Predigt von Pfarrer Prall? Oder Prill? Von Pfarrer Prall, Prill? Von Chef Andi. Ja. Pastor Chef Andi. Was für eine Predigt? Naja, ich meine, dass er uns den Telehorst wegnehmen will. Oder was? Ja. Oh, übrigens, jetzt in dem Moment, wo wir aufzeichnen, nimmt der Westworld-Cast auch die finale Folge auf. Ja. Und, Wir geben euch jetzt die Nummer von Dom. Warte mal, nee, wir sind ja auch nicht live. Ja, stimmt. Das bringt nichts. Aber mir wurde gesagt, dass sie dort wohl endlich mal zurückschießen werden. Mhm. Ja. Muss ich es mir also doch mal anhören. Also es ist eh so, muss man sagen, in der ganzen Tele-Stammtisch-Redaktion und in der Community wird auf dem Horst ständig rumgetrampelt. Es wird auch auf einzelnen Mitgliedern des Horsts, namentlich ich, auch herumgetrampelt, weil ich halt einen Denkfehler und einen Sprachfehler habe. Und da machen sich Leute lustig. Ich habe den bayerischen Dialekt auch nie als Sprachfehler. Und die schneiden dann die Ams raus. Interessant. Und machen dann Musik drunter. Und es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich sage, nein. Es reicht. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Mhm. Und deswegen habe ich mir von Patrick Swayze beibringen lassen, wie man jemandem das Knie bricht. Oder den Kehlkopf rausreißt. Ja, dazu kommen wir noch. Welche Filme haben wir denn heute im Gaston? Ich möchte dazu sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Denn? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ganz einfach. Also, ich habe mir das Thema ausgesucht und ich wusste ja schon, dass der liebe Max jetzt nicht so der Fan von Actionfilmen ist. Aber ich weiß ja, dass du, lieber Andi, du auch den Testosteron-Cast machst und der ja wirklich sehr actiongeladen ist von der Filmauswahl her. Mhm. Und ich war dann schon enttäuscht, dass du dann wieder Ewigkeiten rumgedruckst hast. Ja. Im Andi-Modus. Und denke, ja, was ist chauvinistisch? Was kann es bedeuten? Was soll es aussagen? Wo ich eigentlich nur dachte, ich dachte eigentlich so, dass du sofort sowas sagst wie, ja, City Cobra, klar, ja. Weißt du, dass der Max Anchorman nimmt. Ist ein toller Film, ja. Aber ich dachte eigentlich gerade bei dir, Andi, dass da ein bisschen was mit Feuer kommt. Aber. Naja. Aber ich bin dann doch zufrieden gewesen. Ich auch. Also ich muss sagen, ich habe Goldfinger ausgesucht aus zwei Gründen, weil Chauvinismus, also das haben wir eh erst nochmal geklärt, dass wir hier, dass du eigentlich männlichen Chauvinismus gemeint hast und nicht irgendwie nationalen Chauvinismus oder so, weil ich wollte dann zuerst ja eigentlich Triumph des Willens nehmen. Kommt heute doch ein Referat? Nee. Okay. Genau, aber dann haben wir uns ja doch auf diesen Macho-Chauvinismus geeinigt. Und wer fällt einem da zuerst ein? Natürlich James Bond. Deswegen...
Dachte ich, aber ich merke schon, ich werde, glaube ich, nach der Aufnahme erstmal irgendwie das Lexikon oder den Duden nehmen und dann unsere über 300 Themen durchgehen und nochmal genau gucken, dass ich das konkretisiere. Oh ja, du hast ja irgendwie, glaube ich, der Pre-Title war ja mit Lederjacke und einem heißen Babe oder sowas. Das war ja dann eigentlich schon klar. Genau, deswegen hat es schon gepasst. Außerdem, nachdem jetzt der Westworld-Cast ja zu Ende ist und es keinen Spaß mehr macht, dann im Nachhinein immer noch drauf rumzuhacken, also können wir schon, aber... Ach, warum nicht? Mit dem Bond-Ding, dachte ich mir, stoße ich die Tür auf, dass wir auch den bald erscheinenden Bond-Cast beim Telestammtisch auch mal ein bisschen dissen können. Wie läuft denn der ab? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Der macht jetzt jeden Bond-Film, oder wie? Genau, wir wollten ja eigentlich den neuen... Zur Vorbereitung auf den neuen wollten wir halt die Daniel Craig-Filme besprechen. Dadurch, dass jetzt aber verschoben wurde, haben wir uns halt gesagt, hey, machen wir jetzt halt einfach noch die alten auch so. Also das heißt quasi, wir sollen jetzt hier nehmen beim Telehorst den anderen Podcast dissen, wo du auch beteiligt bist, an. Ja, genau. Das sind solche Vollidioten bei dem Podcast, ey. Oh, ganz ehrlich, das ist halt echt, ich muss mal meine ich darf ja heute aussuchen. Ich freue mich schon total drauf. Aber ich muss meine Wahl wahrscheinlich, gibt es irgendwelche Filme für Schizophrenie? Haben wir sowas schon? Ach, das wäre schön. Ich glaube ja. Weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Ich habe heute meine Themenauswahl über den Google Randomizer machen lassen. Wir werden am Ende der Folge erfahren, was das für ein Thema wird. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe aber zwei Themen zur Auswahl, weil nämlich mir aufgefallen ist, das Thema, das rausgekommen ist, so ein ähnliches gibt es auch noch. Und da machen wir dann am Ende ein Spielchen machen draus. Wir am Ende. Ja. Okay, sagen wir noch mal, welche Filme wir heute besprechen zum Thema Chauvinismus im Film. Und zwar, wir fangen an mit Anchorman. Ja, dann den habe ich mitgebracht. Ja, den hast du mitgebracht. Vielen Dank dafür, danke. Toller Film. Dann haben wir den James-Bond-Klassiker Numero Uno, würde ich sagen, nämlich Goldfinger. Mhm. Und ich habe mitgebracht Roadhouse. Oh ja. Der neue Lieblingsfilm von Andy Papilinski. Da war ich auch überrascht. Ich dachte, Andy, dass du den kennst. Nee, kannte ich noch nicht, aber ich kannte halt so ein paar Memes und also der Name war mir ein Begriff, aber irgendwie kam ich da nie zu. Oder wie der Film im Deutschen heißt, Straßenhäuschen. Doppeldusche. Dusche. Ja. Fangen wir mal an, oder? Wussten Sie eigentlich schon, dass es ein Zusammenschnitt von sämtlichen Ams von mir und Max gibt? Ja, deswegen bin ich ja so erbost. Die machen das, weißt du, was wirklich die Oberscheiße an diesem ganzen Dreck ist? Es ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie so rumgefragt habe, weil Andi, unser Chef, spricht ja immer an, ja, zu viele Ams, und ich sehe das ja auch, so viele Ams sind zu viele Ams. Und das ist die Weisheit. Warte mal, Max Fuzius sagt, zu viele Ams sind zu viele Ams. Ja, das Lustige ist, dass diese Bullies, die uns bullien wollen hier, dass wir denen ja eh schon zuvor kamen, weil wenn du dir mal das Intro von unserem letzten oder vorletzten Cast anhörst, da haben wir das ja eh auch schon gemacht. Da haben sie auch schon alle Ams reingeschnitten. Also haha, lustig, wer hat das auch immer gemacht, aber zu spät. Wir sind halt echt der Arschloch-Podcast. Ja. So wie bei mir in der Arbeit ist es tatsächlich so, dass mein Rechner im Netzwerk immer der ist, der alle anderen rausschmeißt. Und genauso würde ich es gern hier handhaben. Also sollen wir jetzt einfach so handhaben, dass ich einfach sämtliche Projekte vom Telestammtisch mobben. Ja, genau. Definitiv, ich bin jetzt an diesem Punkt meiner Kriegsführung angelangt, dass ich das einfach jetzt mal machen würde. Denn ja, es gibt noch den Alien-Cast, da können wir auch mal ein bisschen drauf rumhauen. Also vielleicht nehmen wir auch mal irgendwie Alien-Filme oder so und zeigen. Ja. Oh, Chef Andy war übrigens zu Gast bei Steven Spielberg und das war eine ganz furchtbare Folge. Ja. Hm. So. Lag's an ihm? Lag's an natürlich, ihm oder an dem? Natürlich, lag's so, an okay. ihm. Eigentlich wollte ich immer nur meine Geschichte fertig erzählen, dass ich Andy schon immer gefragt habe, ob ich einer von denjenigen bin, der zu viel ähmt, und dann meinte er, nö. Ja, so direkt wollte es dir dann vielleicht doch nicht sagen. Ja, das finde ich schon sehr hinterlistig. Ja, okay, die erste Erkenntnis von Horst, Folge 11, ist, dass unser Chef Andy ein hinterlistiger Halunke ist. Ja, und die zweite ist, leck mich am Arsch, San Diego. San Diego kann uns alle mal, vor allem Ron Burgundy. Das ist jetzt eine gute Überleitung. Ja, war gut. Ja, naja, gut. Also. Wir befinden uns im Jahr 2004 und Adam McKay denkt sich,
mache ich mit Will Ferrell mal was über die Nachrichtensendungen der 70er Jahre und dabei kommt Anchorman raus. Und alle in Schlaghosen und einer dümmer als der andere und mehr gehe ich da jetzt auch nicht drauf ein. Bitte. Ja. Ich habe den Film zum ersten Mal auf DVD gesehen. Der lief ja in Deutschland nie offiziell im Kino, genau wie die Fortsetzung, glaube ich. Mhm. Und habe mir den einfach ausgeliehen. Und damals war Will Ferrell noch nicht so die große Nummer und auch hierzulande nicht so bekannt. Es war aber vor, war es schon vor Ding, wie heißt er die, wo die alten Jungs die Dingsbums machen. Oldschool, oder? Die Oldschool, ja. Oh, das weiß ich nicht. Nee, es war nach Oldschool. Es war nach Oldschool, aber in Oldschool hat er ja auch, ist ja nur Teil eines Casts gewesen. Genau. Und in Anchorman ist er auch Teil des Ensembles, aber er ist schon ganz klar die Hauptperson, würde ich sagen. Jedenfalls habe ich mir den ausgeliehen und ich starrte auf den Fernseher und dachte, das ist der schlimmste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und habe den Film dann irgendwann, Neujahr, ich kam von Silvesterparty nach Hause, recht angetrunken, so gegen 16:30 und machte den Fernseher an, weil ich noch nicht richtig müde war und dann zeigte ProSieben Anchorman. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich muss sagen, ich habe den versucht jetzt nochmal auf Deutsch zu schauen, aber ich glaube, weil ich habe den noch nie auf Deutsch gesehen, ich habe den bestimmt auch schon 10-mal gesehen oder so und immer auf Englisch und jetzt habe ich mir endlich mal auf Blu-ray geholt und dachte mir, jetzt gucke ich mal so ein bisschen auf Deutsch rein, aber das ging für mich gar nicht leider. Also ich kann mir den Film nur im Original anschauen auf Deutsch. Ja, ich finde, es wird immer ein bisschen schlimmer gemacht, als es tatsächlich ist. Ja, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht ausgehalten. Du musst halt sagen, dass die Originalversion und der ganze Wortwitz und den ganzen, überhaupt, es ist ja eine Melodie eigentlich im Grunde genommen. Ja. Die kommt halt da nicht so ganz rüber, das ist klar. Also ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach gesehen und mittlerweile bin ich großer Fan des Films, auch des Sequels. Ich habe aber jetzt, also klar, im Englischen kommt einfach der Witz besser rüber, weil du ganz viele Sachen hast, die kannst du einfach nicht übersetzen oder nicht so übersetzen, dass der Witz erhalten bleibt. Aber ich gucke mir genauso gerne in Englisch wie auf Deutsch an. Es war auf jeden Fall so, dass ich bei meiner allerersten Sichtung dachte, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, okay, ich glaube, so einen Film habe ich noch nie gesehen aus Hollywood. Das war so ein bisschen der Effekt, den ich damals als Kind hatte, als ich das erste Mal die Ritter der Kokosnuss sah. Mhm. Das ist so ein ganz eigener Humor, den Steve Carell meines Erachtens zu 50% auch trägt. Also das war wirklich die eine Szene, wo ich beim ersten Mal schauen auch gelacht habe, ist, wenn er als Brick Tamlin, wie er heißt, dann vorgestellt wird oder er stellt sich selbst vor und sagt so, hallo, mein Name ist Brick Tamlin und in ein paar Jahren wird man feststellen, dass ich geistig krank bin oder geistig minder bemittelt. Ja, irgendwie sowas, ich habe einen IQ von 53 oder so. Ja, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, dass der Film halt, also abgesehen davon, dass der zum Schießen komisch ist und echt im Sekundentakt irgendwelche Lacher raushaut. Aber ich finde den irgendwie immer besser. Und jetzt gerade fand ich ihn auch nochmal so umso lustiger, weil der halt auch jetzt, ich habe jetzt erst gedacht, chauvinistische Filme passt der Film ja erstmal nicht, weil der Film ist ja nicht chauvinistisch, sondern das ist ja eigentlich eine Parodie oder eine Kritik auf Chauvinismus. Also ich will es jetzt nicht hier kritisieren für die Filmauswahl, weil der ist großartig. Aber dass der so schlau das auch macht, also irgendwie hat mich das ganz viel in meine alte Firma erinnert, wo ich mich teilweise gefragt habe, so, oh Mensch, Mädels, also was die sich teilweise gefallen lassen von irgendwelchen Kollegen, wenn die da blöd angeredet werden und so. Und das ist ja in dem Film alles so ein bisschen überspitzt, aber teilweise kennt man das schon aus dem Büro oder so, wenn da irgendwie so ein älterer Kollege reinkommt und meint, naja, die kann man schon mal ein bisschen härter anpacken oder so, die Empfangsdame oder so, keine Ahnung. Und das ist echt übel, wie das in dem Film halt parodiert wird. Ja, fand ich schon gut. Ja, ach ja. Der Film. Du hast ihn jetzt noch gesehen, oder, Andi? Ich habe ihn mir nochmal angeschaut. Irgendwann auch jeder spät nachts irgendwie dachte ich mir, der geht immer. Ihr habt es ja mitgekriegt. Ich habe ja dann in unserem Chat irgendwie jede zweite Szene zitiert oder abgefilmt oder sonst was. Also ich finde den Film einfach nur großartig. Gibt es denn irgendwelche Lieblingsszenen? Also ich glaube, welche Szene ich mal nennen würde, weil sie halt einfach auch so überraschend ist, wenn du den Film zuerst mal guckst, ist halt wirklich dieser Kampf der Nachrichtenmoderatoren, der Sender, ja, wo da halt wirklich plötzlich Topstars da plötzlich stehen und sie bekämpfen sich. Und vor allem die Randomness, wie das passiert. Also sie gehen ja wirklich irgendwie spazieren oder essen gerade einen Hotdog und dann so
Ron Burgundy. Oh mein Gott, es ist Wes Mantle. Und dann geht's halt los. Ja, irgendwie dieser Slapstick-Humor ist halt schon auch sehr witzig und das fand ich, glaube ich, anfangs auch immer am witzigsten, aber dann eben so mit der Zeit ist es halt dann doch immer mehr so diese Dialoge und dieses, also was ich, mein Lieblingszitat ist, glaube ich, Santiago. The Germans named it after bla 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 und dann so, it means a whale's vagina. Also das finde ich so großartig. Ja, oder die Szene, wo er das Parfüm auspackt. Wie heißt das, dieser Tiger? Nee. Panther. Panther. Brian Pantana. Oh, ja. Sex Panther. Ja. Ja, aber für mich ist es echt Brick Tamland. Ja, also Brick, ich glaub, ist großartig. Ich reite auf einem fälligen Traktor. Ich liebe die Lampe. Ja, oder diese Anmachversuche, wo sich dann alle, ich meine, wir erzählen jetzt anscheinend nicht, worum es geht in dem Film, ist auch egal, kennt ihr eh schon wieder, weiß ich nicht. Oder sonst ja, bitte, also wer nicht kennt, der kann also man kann es ja grob abhandeln. Ron Burgundy spielt in den 70er Jahren, Ron Burgundy ist so ein Nachrichtensprecher und das ist ganz hohe Tier und dann wird ihm als Co-Moderatorin halt Veronica Cornickstone, gespielt von Christina Applegate, an die Seite gesetzt und da kann der Macho gar nicht mit ab und es folgt halt einige Eskapaden, woraufhin er halt den Job verliert und dann einsehen muss, dass Frauen vielleicht doch zu mehr fähig sind, als Kinder zu erziehen und lecker Essen zu kochen. Milk was a bad choice. Oder auch geil, wo sie vorgestellt wird und dann irgendwie aus Diversity-Gründen haben wir jetzt hier eine Frau und dann so, what in the hell is diversity? I believe it's an old, old wooden ship. Ah, das ist einfach so krass geil. Ach ja. Oh Gott. Hat einer ja, aber diese Anmach, einer nach dem anderen macht sich dann ja an diese neue Moderatorin so ran und wie dann einer nach dem anderen zu ihr hingeht und versucht irgendwie sie für ein Date auszuführen, das ist so krass witzig. There's a party in my pants and you're invited. Hat einer von euch eigentlich diesen zweiten, also ich meine nicht das Sequel, sondern den zweiten Film gesehen, weil beim Dreh von Anchorman sind ja wohl so viele Szenen übrig geblieben, dass sie daraus einen zweiten Film geschnitten haben, der, glaube ich, in Deutschland auch offiziell erschienen ist. Wake Up, Ron Burgundy heißt der, glaube ich. Den müsste man doch sicherlich irgendwo sehen können. Also ich habe ihn noch nicht gesehen und wenn ich ihn sehe, dann irgendwas klingelt, werde ich ihn wahrscheinlich lieben. Oh, ich habe noch einen Tipp für euch, das ist ganz schön, eigentlich komplett anderes Thema, aber Adam McKay und Will Ferrell haben das produziert und Christina Applegate spielt auch mit, diese Serie, die es gerade auf Netflix gibt, Dead to Me. Mhm. Die ist auch sehr gut, ist zwar eigentlich eher ein Drama als eine Komödie, aber ist teilweise auch sehr witzig und gute Serie. Und wie gesagt, die zwei Verantwortlichen sind hier auch verantwortlich und Christina Applegate ist da auch sehr großartig. Kleiner Serientipp am Rande. Die war ja, warte mal, was war die? Kelly Bundy, oder? Ja, genau. Mensch, das waren Zeiten. Das danach hat sie ja nichts mehr gemacht, oder? Veronica Corningstone. Ja. So. When in Rome. Gut. Ja, ich hab mir irgendwie schon gedacht, dass die Besprechung heute über, also zu Anchorman sehr zitatlastig werden könnte. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so viel rumkommt. Ist ein bisschen wie der Film. Also, was man halt so sagen muss, ist, dass der wirklich komplett dieses ganze Macho-Tum durch den Kakao zieht. Und das durch sehr zähen, dickflüssigen Kakao. Und mit großer Freude daran. Ja. Ich würde echt interessieren, wie kommst du da drauf? Also, irgendjemand muss ja da mal die Idee gehabt haben, also namentlich wahrscheinlich Will Ferrell und Adam McKay, die dann sagten, wir machen jetzt sowas. Ja, das ist das Coole bei dem, ja genau, stimmt, weil irgendwie My Old School und solche Geschichten, weil das kann man bestimmt auch ein bisschen mehr drüber sagen, außer das ist halt eine lustige Komödie, habe ich schon zu lange nicht mehr gesehen, da geht es ja dann vielleicht auch um so alte Männerfreundschaften oder ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist zu lange her. Ja, wobei, also ich habe Old School vor einem Jahr nochmal gesehen. Ja, ich nicht. Der ist nett, aber Anchorman ist schon eine andere Liga, weil bei Anchorman, da ist halt auch Kraft hinter der Aussage. Genau. Ja. Also den funktioniert ja gut als Satire, finde ich. Genau. Deswegen, wie gesagt, anfangs habe ich den vielleicht auch 2-3 Mal gesehen oder so und fand den halt einfach nur lustig, lustige Komödie mit lustigen Gags und Slapstick und so. Aber eben als Satire funktioniert der eigentlich ja eh noch viel besser. Ja, aber man muss ihn, glaube ich, echt erst mit, also durch die Satirebrille dann auch bewusst anschauen, dass du ihn siehst. Ich glaube, mir kann niemand erzählen, der das erste Mal Anchorman gesehen hat, der irgendwie meinte, was für eine tolle Satire. Da kommen wir doch dann eher zu Stu, was für ein idiotischer Film. Also man muss auch offen sein für dieses Klamaukige, weil das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt keine Satire,
die elegant oder so daherkommt, die ist halt mit der groben Keule und sehr klamaukig und Klamotten. Ja. Sehr sogar. Ne? Wobei, es ist kein körperlicher Klamauk, oder? Nicht so sehr. Also wobei, ich glaube, es kriegt niemand die Mimik Bratpfanne ins Gesicht. Wobei die Mimik von Will Ferrell hat schon was sehr Körperliches. Ja, gut, okay, aber da allein schon die Kostümierung, also in welches Setting man da reingeworfen wird, die Art und Weise, wie er mit seinem Hund spricht. Ach du Scheiße. Und man darf ja nicht vergessen, dass Will Ferrell und Adam McKay wirklich gerne auf so Chauvinismus draufhauen. Nicht nur halt mit Anchorman 2, sondern auch mit diesem Ricky Bobby. Den liebe ich ja auch, ähnliche leider. Thema. Der ist auch großartig. Oder auch eine sensationelle gute Komödie mit die beste Komödie der letzten 10, 20 Jahre, die etwas anderen Cops. Mhm. Ja. Ist das der, ach, das ist der, in dem The Rock gleich zu Beginn stirbt. Ja, genau. Ja. Was sollte das? Da war doch nicht mal Busch. Den habe ich auch wieder geschaut vor kurzem, der ist echt großartig. Und der ist mir auch zuerst so ein bisschen unterm Radar raus, weil irgendwie dachte ich mir, naja, das ist halt irgendwie so eine Buddy-Cop-Persiflage irgendwie, aber der war dann doch besser, als ich erwartet hatte. Ja. Ich mag ja Will Ferrell per se ganz gern und ich finde es ein bisschen schade, dass halt da solche Holmes and Watson Sachen dann irgendwie mit dabei sind. Ja, aber ich sehe den einfach sau gern und ich finde den sympathisch und der ist auch auf meiner Liste der 5 Personen, mit denen ich gern mal also wenn ich jemanden auf eine Dinnerparty einladen würde, wäre der mit dabei. Weil cool, Andi, demnächst Dinnerparty bei Max. Will Ferrell. Also ich freue mich auch tierisch, Ende des Monats, also Ende Juni kommt auf Netflix ja dieser Eurovision Song Contest mit ihm. Der wird, glaube ich, auch mega. Oh Gott, jetzt habe ich mir einen Ohrwurm von diesem Song. Volcano Man, oh nein. Glaubt ihr eigentlich, dass der dann so wird wie dieser Eiskunstläuferfilm von ihm? Du meinst diesen, die Eisprinzen? Die Eisprinzen, oder? Ja. Ja, den fand ich ja nett, jetzt kein super Film wie Anchorman, aber den kann man echt mal gucken. Und ja, ich glaube schon, der wird wahrscheinlich jetzt nicht so gut werden wie Anchorman oder etwas anderen Cops, aber ja, ich glaube, in die gleiche Schiene könnte der auch fallen. Ich habe ja leider ein bisschen Angst, dass Will Ferrell so ein bisschen sein Mojo, wie Andi so schön sagt, verloren hat. Was waren die letzten? Daddy's Home, Zoolander 2? Also Daddy's Home 2 war wirklich sehr lustig. Den habe ich nicht gesehen. Der erste, der war so, aber der zweite hat wirklich schöne Szenen. Dann gibt's auch dieses Remake von diesem schwedischen Film Höhere Gewalt, der aber jetzt wegen Corona, da wurde deutsche Kinostart gestrichen, wo er mit Tina Fey zusammenspielt. Der hat aber nicht so gute Kritiken bekommen. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr könnt ja googeln. Ne? Heißt der nicht irgendwie so Kitzbühel oder sowas? genau, der heißt Kitzbühel, ja. Ich dachte, der heißt einfach nur nach dem Skigebiet, in dem sie sind. Ich werde investigativ jetzt Recherche anmachen. Zero Will. Nee. Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Der Knastcoach. Redet mal weiter, ich hab's gleich. Egal, ist er. Müssen wir irgendjemanden grüßen? Wir grüßen den Westworld Cast. Nee. Was? Kenn ich nicht. Nee. Downhill, ja. Der Film heißt Downhill. Downhill, ja, fast wie das Skigebiet. Ja, genau. Die Downhill Mountains. Runter kommen sie immer. nee, was ich dann eigentlich noch sagen wollte, ist, dass mir Will Ferrell als Charakter ja auch in seinen etwas ernsteren Rollen sehr gut gefallen hat. Wie heißt der? Stranger Than Fiction? Genau, der Alles muss raus. Den ja, der ist toll. Gern. Der ist wirklich toll. Ja. Okay, da sitzt er den ganzen Tag im Vorgarten und ja, es geht ja darum, dass er Alkoholiker ist, der mehrfach versucht hat, trocken zu werden und seine Frau schmeißt ihn raus und hat eine Affäre mit jemand anderem und sie lässt ihn nicht mehr ins Haus und hat seine ganzen Sachen nach draußen gestellt und er hat kein Geld mehr und deswegen macht er so einen Garage Sale und verkauft halt all seine Sachen, um wieder ein bisschen an Geld zu kommen, weil er auch seinen Job verloren hat. Ist ein schöner Film. Leider sehr untergegangen, aber sollte man sich mal anschauen. Ja. Gut. Ja, aber bevor das jetzt hier zur Will Ferrell Show wird, kommen wir wieder schnell zurück zu Anchorman. Wer ist euer Lieblings-Anchorman? Ah, schwierig. Also ich mag ja hier Brian Fontana schon auch sehr gerne. Ist doch Paul Rudd, oder? Also ich kann dir sagen, welche Figur ich mit die finde, mit der sie am wenigsten machen, auch wenn die auch tolle Szenen hatten, das ist dieser Champ Kind, dieser Whammy. Das ist auch schön, dass er die gleiche, also nicht die gleiche Rolle, aber ähnliche Rolle hier in Thank You for Smoking ja so ein bisschen auch hat. Ja, ja. Also dieser Prollo-Western-Cowboy-Typ irgendwie. Ja.
Ja, stimmt, da passiert jetzt nicht so viel mit dem, aber hey. Ich meine, gibt's eigentlich. Also, ich glaube, mein Liebling ist Brick. Das kann ich ja sagen. Ja, ist schwierig, den nicht zu wählen. Also ich würde ja eigentlich auch gerne mal so ein Wes Mantooth-Spin-Off sehen. Wobei, hast du Brawl in Cell Block 99 gesehen? Ich glaube, wenn Vince Vaughn wirklich mal zuschlägt, dann könnte das übel für Ron Burgundy enden. Ich finde ja, also es ist die eine Szene, in der sie diesen Straßenkampf miteinander haben. Aber was halt echt noch besser ist, ist der Schnitt dann, als sie im Büro sind und sich drüber unterhalten, wie der Straßenkampf abgelaufen ist. Ja. Und sie dann einfach nur meint, du hast, Brick, du hast jemanden mit einem Dreizack erstochen. Ja. Und du solltest vielleicht jetzt mal die Zeit lang untertauchen. Aber was ja, ist ja auch interessant ist, ist, dass bis auf der David Koechner, der halt diesen Whammy-Typen spielt, diesen Champ, ja alle wirklich in Hollywood große Karrieren gemacht haben. Also Will Ferrell ist aktuell, hat er vielleicht so ein bisschen so eine Down-Phase, aber Paul Rudd ist gut im Geschäft, Steve Carell ist riesengroß im Geschäft. Oh, der hat jetzt auch eine neue Serie auf Netflix, Space oder? Space Force, die ist ganz lustig. Ah, die wollte ich auch noch schauen, ne? Ja, großartig. Und Steve Carell hat ja auch schon mehrfach bewiesen, dass er nicht nur komisch sein kann. Ne? Also Foxcatcher und zuletzt dieser Beautiful Boy waren auch zwei großartige Filme. Ah, da habe ich auch noch einen Tipp, einen Film, den ich fast genommen hätte, aber der ging mir dann auch so eher in die Richtung, ist kein chauvinistischer Film, aber es geht auch um Chauvinismus. Battle of the Sexes mit Steve Carell und Emma Stone. Den fand ich auch sehr gut und da geht's ja hätte auch... Hätte ich dir auch durchgehen lassen. Ja, ja, schon. Aber auch cooler Film und das ist ja auch keine Klamauk-Komödie, sondern eine ernste... Ja, Satire kann man es nicht nennen, aber... Was unseren Themenausfall angeht, glaube ich, dass wir in spätestens 5 Folgen so weit sind, dass wir einfach irgendeinen Film nehmen und sagen, ja gut, da ist halt ein Poster, das passt zum Thema. Man muss ja auch sagen, der Telehorst hat ja auch einen Bildungsauftrag und wir sind ja kein Unterhaltungsformat, nee, wir werden ja auch gelistet bei den Podcasts unter Wissenschaft und Technik und da kann man ganz klar sagen, dass wir ja immer versuchen, das Thema auch den Zuhörern näher zu bringen und den Spiegel vor die Gesellschaft zu halten, damit sie selbst sehen kann, wo sie dran ist. Und ich habe den Faden verloren. Wir kommen zum nächsten Film. Ich wollte noch sagen, in der letzten Ausgabe durfte ich ja hier Onkel Stu erklärt die Welt machen. Und lieber WDR, danke fürs Angebot, aber ich wechsle nicht zur Sendung mit der Maus. Ja. Ich bleibe dem Telehorst treu. Danke. Wissen macht A. Ja. Wissen macht O, Horst. Oh. Ja, sollen wir den noch bewerten? Ja, ist ein guter Film, ne? Ja, ich muss den einfach, das sind wir wieder an diesem Punkt, warum funktionieren Bewertungen bei manchen Filmen nicht, weil bei dem einfach die Bewertung nicht funktioniert. 5 von 5. Also ich kann so viel sagen, ich werde ihn mir, glaube ich, heute Abend nochmal angucken. Ich habe jetzt Bock drauf. Ich habe auch irgendwie Bock, aber ich glaube, ich schaue mir den zweiten Teil an. Ja, den habe ich noch nicht oft genug gesehen. Der ist auch sehr schön, aber ich bin blind, ja. Mit dem Hai, gell? Ja, den habe ich auch noch nicht so oft gesehen, aber irgendwie ist der auch nicht so. Außerdem ist da die Kampfszene im Park. Oh, das ist natürlich noch Kampfszene im Park ist nochmal der History Channel, wenn kommt, finde ich einfach zu gut. Gut, ja, also wir geben dem Film allen, ich glaube, alle geben dem Film überdurchschnittlich. Also wir alle drei sagen, die Bewertung zum Film nur eine, nämlich Whammy, Whammy, Whammy. Ich reite auf einem fälligen Traktor und übergebe das Wort an Goldfinger. Goldfinger, ah ja, das bin ich, gell? Ja, gut. Ja, ist der dritte James-Bond-Film, also der dritte aus der James-Bond-Reihe. Ja, worum geht's? Also er ist von 1964, muss man dazu sagen, für alle Zeitgeist-Beauftragten. Wir befinden uns in einer Zeit, in der John F. Kennedy ganz frisch tot war und noch niemand auf dem Mond. Ja, da ist Sean Connery noch der Herr Bond gewesen. Ich habe ja zuerst überlegt, okay, Chauvinismus, klar, James Bond. Und dann habe ich überlegt, na, aber welcher ist der chauvinistischste von den ganzen Alten? Und dann habe ich zuerst natürlich an Roger Moore gedacht, weil der immer dieser schleimige Ekelschmierpfink war irgendwie. Ich habe echt eine Idee für unser erstes T-Shirt, der schleimige Ekelschmierfink. AKA Westworld Podcast. Ja, der gesamte Cast.
Nee, aber dann hatte ich zufällig letztens mal mit einer Freundin irgendwie die Diskussion auch über James Bond und dann hat sie gemeint, sie schaut es nicht, sie findet es irgendwie alles so natürlich so sexistisch und so, kann man nicht widersprechen. Und dann hat sie als Beispiel angeführt, es gab wohl mal einen Film, also sie hat mich dann gefragt, ob ich den kenne. In irgendeiner Folge ist es doch so, dass James Bond eine Lesbe heilt, in Anführungszeichen. Also sie lesbisch ist und er sie dann mit seinem Charme hetero macht. Und das ist im Film nicht, aber das ist in der Buchvorlage, also Goldfinger von Ian Fleming, da ist Pussy Galore eigentlich lesbisch und James Bond heilt sie dann sozusagen. Mhm. Das haben sie im Film jetzt rausgenommen. Ist aber trotzdem nicht unkontrovers, diese Szene dann später. Es geht darum, dass James Bond halt so einen Typen beschatten muss, der heißt Goldfinger und ja, der hat irgendeinen bösen Plan und James Bond muss den halt aufhalten. Und dazu benutzt er mehrere Frauen, die ihm da mehr oder weniger willentlich die zur Seite stehen. Also er bekommt Hilfe von den Frauen, indem er mit ihnen schläft und sie dann sozusagen gegen diesen Goldfinger einsetzt. Das ist wirklich strange. Also ich habe den Film jetzt auch lange nicht gesehen und der gilt ja auch bei vielen als der beste Bond-Film oder ist halt der Inbegriff eines Bond-Films. Ich verstehe auch warum. Also da war ja das erste Mal Q so richtig zu sehen. Und das erste Mal seinen Aston Martin gekriegt und dann hast du diesen Oddjob oder so, diesen Bond-Henchman, Bond-Bösewicht-Henchman. Also sind so diese ganzen, wie sagt man, Bestandteile aus einem Bond-Film werden da das erste Mal so richtig etabliert. Und dieser Goldfinger-Typ, dieser, wie heißt er nochmal? Gert Fröbe und so, ist schon viele lustig und auch gut daran. Also gut, ich kann dem echt, du meinst jetzt, du kannst nicht verstehen, dass er als der beste Bond-Film gilt, oder wie? Ja, also jetzt auf Rotten Tomatoes oder so hat er auch einen 95er, glaube ich, Kritikerwertung oder so. Und auch in allen so Bond-Rankings ist er halt immer relativ wahrscheinlich vorne. Wahrscheinlich tut ihm das Alter nicht gut. Ja, also ich fand den jetzt echt eher interessant als gut. Also ich fand den eher wie ein Kinderfilm, muss ich ehrlich sagen. So wie Kinderagenten. Ach so, spielen. Ja, genau. Ja, das ist ja schon eigentlich die Bond-Spirit. Ist ja so ein bisschen so Abenteuer. Ja, aber du weißt ja, wo es jetzt hingegangen ist. Ich meine, jetzt Daniel Craig ist ja ein vielschichtiger Charakter als Bond. Ich hasse alle Bonds außer Daniel Craig. Den finde ich eigentlich irgendwie, keine Ahnung, mit dem kann ich mich identifizieren. Auf jeden Fall war ich mir nicht ganz sicher, ob ich den richtigen, was? Nochmal, alle miteinander. 3, 2, 1. Zu. Ich wollte nur noch sagen, man darf halt wirklich nicht vergessen, aus welchem Jahr der ist, 64. Hm. Ich glaube, dass, wenn du den damals geguckt hast, dass der wahrscheinlich genauso eindrucksvoll war, wie jetzt vor ein paar Jahren Casino Royale. Na klar. Ja, aber ich weiß jetzt, also ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus mit Frauenrechtlern und sonst wie Bewegungen, wann da was war, aber ich meine 64, da war, es war jetzt auch nicht Steinzeit oder so. Ja, aber 64 ist die dritte Staffel Mad Men. Okay, guck ich nicht. Nee, aber ich war mir dann immer nicht ganz sicher, so habe ich jetzt den richtigen Bond-Film ausgesucht oder nicht? Ich wollte jetzt auch nicht alle schauen vor dem Cast, um rauszufinden, welcher der sexistischste und chauvinistischste ist. Dass du das nicht gemacht hast. Ja, ich hätte aus der Klinik anrufst. Ach so. Ich habe leider Burnout. Nee, auf jeden Fall war ich dann relativ schnell überzeugt, dass es schon passt, weil die erste Szene ist ja, glaube ich, wo er dann diese Frau im Bad küsst und sie dann umdreht und sie den mit dem Stock eine draufkriegt oder so. In Ordnung, aber die erste Szene, wo man Bond dann nochmal sieht, ist doch, wo er irgendwie am Pool liegt und massiert wird von einer jungen Dame und dann kommt dieser Felix Leiter vorbei und dann stellen sie sich so vor und dann sagt er so, ja hier, das ist die, weiß ich nicht mehr, wie sie heißt und das ist Felix, sag Hallo zu Felix und sag auf Wiedersehen zu Felix und dann so, hä, wieso? Und dann schiebt er sie so aus dem Bild und sagt so, ja, Männergespräche und haut ihr dann nochmal so auf den Arsch. Mhm. Da war mir dann klar, okay, der Film, das war schon die richtige Wahl für dieses Thema jetzt. Das ist schon echt ganz schön übel. Warum haben die den eigentlich so dargestellt? Ja, ist halt einfach so diese Männerfantasie, die irgendwie, der kann halt mit Frauen umspringen, wie er will und alle liegen ihm zu Füßen, auch wenn er sich verhält wie ein Arschloch. Mei, ich weiß auch nicht. Ich komme mich so schwer. Ich glaube auch, dass der Ian Fleming, also der Schöpfer von Bond, ja wirklich auch so ein Hallodri war, ne? Und ein definitives Macho-Schwein, nenne ich es mal einfach. Mhm. Also, was man so über den liest, glaube ich, ich glaube, wenn der jetzt noch leben würde, der würde, glaube ich, sich verstecken in einem Bunker, wenn er sowas hört wie Frauenrechtsbewegung oder so.
Wahlrecht für Frauen. Oh, was ich ganz spannend fand jetzt auch für den Cast, hier für unsere Trivia-Runde, über welchen Begriff ich nämlich gestolpert bin, wo ich so ein, zwei Artikel zu dem Film gelesen habe, weil da gibt's ja auch eben diese Szene, wo dann, also zuerst, wie heißt jetzt nochmal, Jill Masterson oder so? Also die ja, eigentlich die zuerst, mit Gold überzogen wird. Genau, die zuerst mit Goldfinger zusammenarbeitet, es ist aber die dann... Liv Ullmann, oder? Was? Ja, sie. Ich weiß, die Bond-Frauen, also die haben doch immer Namen. Die Darstellerin heißt Shirley Eaton. Also Liv Ullmann, glaube ich, war noch nicht mal Kilometer weit in der Nähe von einem Bond-Set, glaube ich. Hä? Liv Ullmann? Ullmann? Ich hab mir Goldfinger heute angeguckt und habe mir gedacht, hä, wo ist Liv Ullmann? Die gibt's gar nicht, oder was? Liv Ullmann, in Tokio geboren. Ihr könnt weitermachen. Die hat irgendeinen Bond. Nee. Die hat irgendeinen Bond, hat die gemacht. Die hat sicher keinen Bond gemacht. Nein. Also, ich kann eben sagen, die hat mit Bergmann zusammengearbeitet. Also ganz ehrlich, was das ist. Okay, gut. Ich meine dann die andere Ullmann. Na, wie Uma Thurman. Nee, wie heißt die andere? Ach, du meinst Ursula Andres, oder was? Ursula Andres, genau, die andere Liv Ullmann. Ach so, ja, das war wieder was anderes. Nee, aber die wird ja dann erstmal von Bond auf die gute Seite gebumst, kann man sagen. Keine Ahnung. Und muss dafür bezahlen. Gott, oh Gott. Und wird halt gleich gekillt. Diese Wortwahl. Und dann trifft er doch ihre Schwester, die sich rächen will eigentlich. Aber die wird dann auch gleich gekillt. Und dann will er sich ja mehr oder weniger auch ein bisschen aus Rache dann halt an Goldfinger rächen oder dem halt deswegen das Handwerk legen. Was auch spannend war, fand ich, dass er immer die Frauen erstmal fragt, die halt, diese Jill und dann später die Pussy Galore auch, fragt sie immer so komisch, fast schon eifersüchtig, ob sie denn nur für ihn arbeiten oder ob da noch mehr geht oder so. Voll strange. Also der, ach so, ja, ja. Ja, das war auch so seltsam. Genau, dann werden die halt getötet als Druckmittel für den Bond. Und da ist mir der Begriff des Fridging aufgefallen, also von Fridge, wie Kühlschrank, wisst schon. Und es ist nämlich ganz cool, das hat die Comiczeichnerin Gail Simone, heißt sie, glaube ich, die hat den Begriff geprägt, weil die halt dieses Phänomen in vielen Comics und Filmen beobachtet hat, dass halt Frauen irgendwie oder Frauenfiguren nur dafür drin sind, um getötet zu werden als Motivation für den Helden, so ungefähr. Und in irgendeinem Green Lantern-Comic hat sie das halt mal gesehen, dass da halt dann die Frau von ihm irgendwie in den Kühlschrank gesperrt wurde und da halt dann gestorben ist. Und daher kommt der Begriff. Und das ist eigentlich total spannend, dass es in dem Film halt irgendwie gleich zweimal passiert und so und dass das halt aber immer noch ganz viel gemacht wird. Also in dieser Liste war dann jetzt zum Beispiel auch Deadpool 2 drin oder so. Der ist ein, zwei Jahre alt oder so. Und da geht's ja auch nur, da wird der am Anfang gleich in den ersten zwei Minuten seine Freundin gekillt, dass er dann halt irgendwie Rachefeldzug startet oder so. Mhm. Fand ich ganz spannend. Fridging. Ja, also was mir bei Goldfinger echt sehr seltsam vorkam, das war einfach die Art und Weise, wie James Bond mehr oder weniger wie so ein Tourist immer neben Gerd Fröbe stand und dem beim Bösesein zuschauen durfte. Aber wobei ich gebe euch da vollkommen recht. Das ist ein Film, der hat schon einiges an Faszination verloren, auch an Qualität. Gerade wenn man sich anguckt, wie werden dort Frauen oder Minderheiten behandelt. Was ich dem Film aber zugute halten muss, ich finde ihn immer noch unglaublich elegant von seiner Machart her. Sean Connery ist ein an und für sich ein guter Bond, wenn er eben nicht mal Frauen fritscht oder wie dieser Ausdruck heißt. Ich finde, Gerd Fröbe ist ein toller Bösewicht. Und der Film hat wirklich schöne ikonische Szenen. Also alleine halt, wenn dann diese Leiche von dieser Jill gezeigt wird, die wird ja mit Gold oder mit Goldfarbe übergossen, was ja diese Legende erschaffen hat, dass man, wenn man sich den ganzen Körper bemalt, dann wird man ersticken. Ne? Ja. Da gab's ja auch eine Haut dann nicht atmen kann. Genau, genau. Und das fand ich als Kind so faszinierend, dass ich es immer dann erschreckend fand, wenn ich im Fernsehen dann irgendwie bei Karneval Leute gesehen habe, die ja oben ohne halt angepinselt rumliefen. Dann dachte ich, oh Gott, der Arme. Der stirbt gleich. Gerd Fröbe war auch ein toller Räuber Hotzenplotz. Und auch ein toller Geiermeier bei dem kleinen Vampir. Mhm. Ja, aber ich find ihn jetzt, keine Ahnung, er ist ja immer so ein bisschen der Inbegriff des Bond-Bösewichts, finde ich, bis heute. Vor allem ist es ja, glaube ich, der erste Bond-Bösewicht gewesen, der James Bond ja wirklich in die Bredouille gebracht hat. Es gibt auch diese Szene, wo dieser Laser ist, da gibt es ja dieses schöne Dialog, so, verlangen Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich verlange, dass Sie sterben. Ja.
Das ist eh so komisch. Also da wurde dieses, glaube ich, dieses Katz-und-Maus-Spiel, wurde das in diesem Film etabliert. Ich glaube schon so ein bisschen. Was ja dann immer oft vorkommt, dass du dann auch diesen Bösewicht hast, der dann seinen Plan erklärt. Ja. Ja. Also. Ja, eben. Und auch diese Szene, wo dann, wo er seinen Plan nochmal an diesen Geschäftsleute so erklärt, mit diesem Fort Knox-Modell und so. Genau. Das waren schon alles schöne Szenen. Außerdem fand ich den Plan dann eigentlich ganz cool, weil du halt zuerst denkst, er ist halt der Bösewicht, der irgendwie das Gold stehlen will. Dann sagt er so, nö, ich will das gar nicht stehlen. Ich verstrahle das einfach, dass der Wert von meinem Gold steigt. Total clever. Mhm. Das fand ich schon auch ganz lustig. Oder wie dann dieser Oddjob die Statue köpft und so. Lauter nette Sachen drin. Das sind aber alles ikonische, genau, Szenen. Das kann man jetzt nicht sagen, die gehen halt jetzt auch seit 60 Jahren durch die Filmgeschichte. Also das darf man halt. Ja. Und man darf halt wirklich nicht vergessen, was schon am Anfang gesagt wurde, das ist so der Bond-Film, der halt so die reinste Bond-DNA hat. Hm. Ja. Ich fand den halt nur leider irgendwie, also so spannungsmäßig irgendwie dann doch eher recht mau. Ja, also gerade wenn man ihn halt jetzt mit den heutigen Standards vergleicht, ne, ist das ja schon eine sehr fast schon bräsige Angelegenheit. Das stimme ich dir absolut zu. Ich muss mir echt vorstellen, wie die damals dann vielleicht Gerd Fröbe mit so einem durchsichtigen Seil an einem Draht hätten hängen lassen müssen, damit der über irgendwelche noch nicht fertig gebauten Hochhäuser drüber. Was ich ja ganz spannend finde, stell mir mal vor, die Leute, die damals 64 ins Kino gegangen sind, hätten nicht den Film gesehen, sondern wirklich den, was ich, Casino Royale. Ich glaube, die wären mit Epilepsie rausgegangen, die hätten die Welt nicht mehr verstanden. Das wäre so, was war das? Ja, oder Quantum, das wäre noch schlimmer. Ja. Gibt es denn von euch irgend so einen Bond-Film, den ihr, also ich will jetzt nicht, aber ich finde eigentlich den Pierce Brosnan Bond, das, was ich von ihm kenne, es ist nicht viel, finde ich eigentlich echt noch ein bisschen schmieriger. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei mir ist es halt so, dass Pierce Brosnan so der Bond war, das waren die ersten Bond-Filme, die ich im Kino gesehen habe. Also GoldenEye war wirklich mein erster Bond-Film, den ich auf der großen Leinwand gesehen habe. Und ich mag tatsächlich sehr gerne seinen zweiten Bond-Auftritt, Der Morgen stirbt nie. Der wird ja von vielen Fans eher gehasst. Ich finde den wirklich toll. Thematisch ist der halt ganz interessant, gell? Ja, genau. Da haben sie auch aktuell halt. Genau, da haben sie auch mal versucht, was Neues zu wagen. Hatten ja auch mit dieser Michelle Yeoh dann so das erste Bond-Girl, was wirklich mal richtig aktiv sich wehren darf und halt nicht nur Anhängsel ist. Auch wenn sie natürlich am Ende wieder in den Arm von James Bond landet, ist klar. Aber ich glaube wirklich, dass mein Lieblingsbond Sean Connery, ich habe ihn irgendwie gern, weil ich bin halt mit dem als Kind aufgewachsen. Samstagabends, ARD, ZDF, James Bond war ich dabei. Und ansonsten ist mein Favorit, glaube ich, aktuell echt Craig. Ja. Mhm. Ja, was halt witzig ist, also ich meine, das ist natürlich alles schmierig eigentlich, aber ich meine, wie der das dann rüberbringt, wo er auch in seinem komischen Frottee-Anzug, die Szene ist mir gerade noch eingefallen, weil ich gerade überlegt habe, okay, welche Frauen da so mitspielen. Also ich meine, Moneypenny, die immer ihn anhimmelt und immer hofft, dass sie mal mit ihm auf ein Date gehen darf oder so. Dann diese Jill Masterson wird von ihm verführt und stirbt. Dann diese Tilly Masterson stirbt. Pussy Galore wird irgendwie... Wir müssen, dann auch aber wir müssen mal kurz über den Namen Pussy Galore reden. Also ich muss bei dem Namen Pussy Galore immer an diesen einen Monolog aus Trainspotting denken, wenn Sick Boy sagt, Pussy Galore, die würde ich nicht mit deinem Schwanz vögeln. Wie heißt noch mal die aus, bei Austin Powers gibt's doch da so eine geile Anspielung drauf. Wie heißt die? Alotta Vagina. Alotta Vagina. Und so, ja. Ja, da kann man eigentlich echt nicht viel dazu sagen. Eigentlich, aber ich find's ganz lustig, dass Pussy Galore halt diesen Namen hat, der halt mehr wirklich, also auf der Chauvinismus-Skala steht der wahrscheinlich auf 11 von 10. Und sie ist aber eigentlich mehr oder weniger eine komplett erfolgreiche, geschäftsfrauige Dingfrau, oder? Also sie so hat halt, sie hat doch irgend so eine Fliegerstaffel, so eine Frauenfliegerstaffel. So Ausbilderin für Piloten oder sowas. Ja. Das wird so am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt. Ja, und dann kommt James Bond und dann ist alles egal. Und im Ahoi. Da darf die Frau noch Frau sein. Ja, wobei das ist sehr schön, auf YouTube gibt es die Szene, also diese Heu-Szene, wo sie dann in diesem Schuppen sind und er sie dann mit seinem Charme überzeugt, in Anführungszeichen. Aber da hat irgendwie auf YouTube mal die Szene jemand genommen und hat da andere Musik drunter gelegt, so gruselige Musik.
Und da wirkt es echt ein bisschen gruselig. Also, weil sie sagt doch die ganze Zeit so, nee, lass mich in Ruhe. Dann schmeißt er sie um, stellt ihr das Bein und wirft sich dann so auf sie und so. Also, das ist schon echt grenzwertig irgendwie. Ja, natürlich ist es grenzwertig. Aber dann sind wir wieder beim Zeitgeist. Wobei ich sogar sagen wollte, das ist nicht grenzwertig, das ist schon grenzüberschreitend, ganz klar. Ja, ja, klar. Also, für alle, die uns nicht im Jahr 1965 hören, das ist nicht mehr okay. Ja, und dann zum Beispiel auch bei der Pussy Galore an Bord, also wo dann James Bond ja schon gefasst ist eigentlich, aber dann ist er der Gefangene, aber wird dann trotzdem von so einer leicht bekleideten Asiatin mit Cocktails versorgt und so, wo ich auch dachte so, hä? Also irgendwie, ja. Ich denke mir immer diese Szene, wo er auf diesem Operationstisch festgebunden ist, wo der Laser dann kommt, das ist doch die absolute Entmannungsszene, ja, oder? Ja, da geht es doch nur darum, dass sein Penis früher flöten geht als er. Ich meine, das ist ja ganz spannend, weil das ist ja, das, glaube ich, das einzige Mal, dass er wirklich so richtig so in Bedrängnis kommt. Du wirklich siehst, dass Bond gerade echt Panik hat, ne? Ansonsten, ich glaub, vergessen, wie er sich daraus befreit. Das wäre auch super gewesen, wenn du, das müsste man irgendwie mal so zusammenschneiden, also dass dann irgendwie Gerd Fröbe mit so einem Seemannsseil John Connery sitzt nackt auf einem Stuhl und er haut ihm diesen Knoten von unten in die Klöten, also wie bei Casino Royale halt. Das wäre auch geil gewesen. Aber nein, von wegen Entmannung. Ja, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ja, mach mal das. Ja, ich würde dem Film, also, boah, tut mir leid, aber 2,5 oder so geben, weil wie gesagt, er hat viele ikonische Szenen und so, aber abgesehen jetzt auch... Es kann doch nicht sein, dass ich ihm jetzt eine bessere Wertung gebe als du. Ja, kannst du schon machen. Tja, echte Überraschung gibt es beim Telehorst und nicht beim Westworldcast, danke ich dann mal. Weil ich würde ihm tatsächlich 3 bis 3,5 geben, aber der hat für mich so eine eigene Bond-Skala, weil ich Bond überhaupt nicht leiden kann und also persönlicher Geschmack bin ich dann auch eher so bei 2 eher, glaube ich. Aber ja, eben, wenn wir dann beim Bondcast den Film besprechen, dann klammern wir den Sexismus aus und dann gebe ich ihm auch 3. Also wie gesagt, lassen wir mal dieses ganze Chauvin-Zeug außen vor. Sowas würde heutzutage nicht mehr gedreht werden können, zum Glück. Aber ja, mit der Zeitgeist-Ampel bekommt er von mir eine 3. Gut. Stu, bist du noch da? Ja, ich überlege gerade. Ich würde ihm 3,5 geben. Ich kann diese Sicht der Retrospektive da nicht außen vor lassen. Die schaltet sich bei mir dann immer so bei älteren Filmen ein. Und ich glaube, wenn ich den halt damals gesehen hätte, 64 im Kino, der hätte mich, glaube ich, vielleicht weggeblasen, weggebombt. Ich wäre, glaube ich, total glücklich aus dem Kino gekommen, hätte gesagt, das ist der beste Actionfilm, den ich je gesehen habe, oder der beste Thriller oder der beste Agentenfilm. Wenn man ihn mit heutigen Standards vergleicht, klar, kann er nicht mithalten, aber er hat halt viele Standards etabliert, er hat wirklich tolle Szenen, er ist gut inszeniert, ich mag, wie gesagt, die Eleganz, aber es gibt halt, wie gesagt, diese ganze Schobi-Kacke, die ich auch nicht mehr gutheißen kann und die das Filmvergnügen dann auch sehr deutlich schmälern. Aber 3,5 bleiben es. Eine kurze Frage, weil ich es wirklich nicht weiß, was war damals die Konkurrenz im Kino? Also wo sind wir da im Bereich Actionfilme oder weiß nicht, Agentenfilme der Mitte der 60er? Western war da noch recht populär, oder? Also im selben Jahr wurden gemacht für eine Handvoll Dollar. Ja. Dann gab es die Sandalenfilme, waren sehr angesagt und hui. Hitchcock-Krimis vielleicht? Hitchcock-Krimis. Suspense. Genau, ja, genau. Aber ich habe jetzt mal eingegeben Actionfilme 64 und da steht Goldfinger an erster Stelle, dann kommt für eine Handvoll Dollar und dann kommt Last Man on Earth und dann kommen schon so Sachen wie Der Zug und Godzilla und die Urweltraupe, also. Aha, okay, gut, naja, siehst du, dann vielleicht hat er seinen Status ja aus dem Grund. Ja, ja, also er hat das war, glaube ich, auch einer der erfolgreichsten Filme, also der finanziell erfolgreichste Film zu der Zeit auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Goldfinger hat wirklich James Bond auch so als Actionfilmreihe erst etabliert. Ja. Und was man auch sagen muss, ich finde immer noch Shirley Bassey's Goldfinger großartig. Ja, das gut, ist so das die, ist auch so die, ja, Urform jedes guten Bond-Songs. Ja, also er ist die Messlatte. Ja. Ich glaube, an der muss man sich messen, wenn man einen Bond-Song macht. Nicht mein liebster James Bond-Song, aber einer der besten. Ja, ja, wunderbar. Haben wir den jetzt auch? Jetzt haben wir das erste Mal einen Bond behandelt. Geil. Ich glaube, es kommt bald wieder einer. Mal schauen.
Bei uns jetzt oder im also Kino? Bei, ne? Ja, ich meine jetzt bei uns. Ach so. Also zumindest bei meiner Auswahl nicht. Okay. Was war jetzt noch? Ach ja, jetzt kommt Kniebrechen und durch Scheiben werfen. Genau, jetzt kommt der Film. Straßenhäuschen. Ich freue mich. Hast du eigentlich dein Hemd schon ausgezogen? Na klar. Okay, während der Andi seinen Oberkörper, seinen maskulinen, stahlharten Oberkörper mit Babyöl einreibt, erkläre ich mal kurz, worum es in Roadhouse... Das Öl aus Baby. Genau. Oh mein Gott. worum es in Roadhouse geht, ein Film aus dem Jahre 89, Hauptrolle Patrick Swayze, und Patrick Swayze spielt den Rausschmeißer James Dorton. Und wer immer gedacht hat, was das Geheimnis eines gut laufenden Clubs oder Ladens oder Kneipe, dem sei gesagt, es ist der Rausschmeißer. Mhm. Und das weiß auch Frank Tyman, der in einem kleinen Kaff einen Laden hat namens Double Deuce. Und da verkehrt halt wirklich nur das Gesindel. Und deswegen geht er halt zu James Dalton, der im ganzen Film immer nur Dalton genannt wird, und fragt ihn: Hey Dalton, kannst du mir mal aushelfen? Ich brauche jemanden, der hart durchgreift. Und dann sagt James Dalton: Aber wir machen es auf meine Weise. Und dann sagt der andere Typ so: Okay. Ja, und dann fährt halt James Dalton, durch mit Dalton, in diese neue Stadt. Zuvor versteckt er noch sein Auto. Und Er ist ein Heiliger, ja. Und in dieser neuen Stadt muss er recht schnell erkennen, dass dort ein Krimineller namens Brad Wesley die Oberhand hat. Aber natürlich gibt ein Dalton nicht auf und wehrt sich gegen Wesley und seine Goons. Und so kommt es, wie es kommen muss bei so einem Film. Irgendwann reicht es einem Helden auch und dann schlägt der Held zurück. Und das ist grob gesagt die Handlung von Straßenhäuschen. Ja, ein Kultfilm von dem Regisseur, von dem ich noch nie was gehört habe. Rhodey Harrington, der ursprünglich Stuntman war. Und danach auch nie wieder was von Regie geführt hat, von irgendwas von Bedeutung. Das ist eine Karriere zum Davonlaufen. Ja, obwohl, der wird sich als Stuntman gut verdient. Wo du es mit dem Auto gerade angesprochen hast, ich habe mich ja echt von vorne bis hinten ziemlich weggeschmissen bei dem Film, weil das halt echt so krass witzig ist, wie er in jeder Szene so krass, wie sagt man, idealisiert wird. Also dann hilft er den Armen, dann ist er so ein alter Penner im Restaurant, dann gibt er dem Geld, dass er da weiter schlafen kann, dann macht er das, dann ist er nicht nur Türsteher, sondern ist auch noch, hat noch Philosophie studiert und so und haut dann noch so geile Buddha-Weisheiten raus. So, haben Sie schon mal einen Kampf gewonnen? Ein Kampf gewinnt niemand. Ja. Das ist echt Schmerz krass. Tut nicht weh. Ja, also wirklich, das hört nicht auf, dass der Typ die ganze Zeit, also alles, was er macht, ist super edel und dann ist er noch schlau natürlich irgendwie, okay, auch ganz ehrlich. Stark. Das ist ja wirklich, und da habe ich eine Filmkritik von hier Roger Ebert und deinem, wie heißt der andere nochmal, Siskel? Roger Siskel. Und das war so witzig, weil die selber, glaube ich, die waren selber so ein bisschen baff und konnten sich nicht darauf einigen, ob das jetzt eine Parodie sein soll oder ob es ein ernsthafter Film ist. Das ist so witzig. Und ich war mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Okay. Es gibt eine Drehbuchautorin zu diesem Film. Ja, die hat wahrscheinlich den Dalton so ein bisschen soft gemacht. Weil Dalton ist, also ich würde nicht sagen, dass Dalton Chauvinist ist. Eher im Gegenteil. Mehr seine Umgebung ist sehr chauvinistisch. Das sieht man vor allem, wenn man dieses Double-Deuce dann halt kennenlernt. Da gibt es eine Anzahl von Szenen, die einfach unglaublich sind. Zum Beispiel, da ruft einer mit einer Frau dem anderen rüber: Ey, komm mal rüber. Oder was ist denn? Ey, für $20 kannst du die Hupen der Alten anfassen. Und dann fängt der Typ halt wirklich an, die Brüste zu kneten. Und sagt halt, ich habe keine $20. Das ist so. Ja, oder dieser geile Typ, der aus dem Hintergrund dann irgendwie: Wodka mit Eis? Wie wär's, wenn wir den Nippel an Nippel-Tanz machen? Und so, was? Und wie der Typ auch noch schaut und so, ah, oh Gott, das ist alles so eklig einfach nur. Ich finde, Patrick Swayze ist eher wie dieser Cola Light Mann. Irgendwie, keine Ahnung. Müsste die gleiche Zeit sein.
Also, ja, aber das Problem ist, weil wenn nur die Bösen halt so sexistisch werden, aber jetzt zum Beispiel diese Busengrabsch-Szene so, das hat ja eigentlich, ja, das sollte vielleicht schon zeigen, was da für ein Abschaum drin rumsitzt. Das Problem ist dann nur, dass der Film aber selber ja auch irgendwie das nicht besser macht, weil in den ersten 2 Minuten, wo du noch keine Handlung hast, die Kamera, wenn die irgendwo hinzoomt oder hindingst, die folgt ja immer nur irgendeinem Hintern oder filmt erstmal in den Ausschnitt rein, bevor dann sich die Frau eine Zigarette anzündet oder so. Also das war schon sehr interessant, dass jede Kamerafahrt immer am Hinterteil von der Frau entlang oder solche Close-ups immer erstmal vom Ausschnitt aufs Gesicht und so. Also, Ja, welche Aussage will der Film machen? Naja, dass niemand einen Kampf gewinnt. Außer man ist Dalton. So, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir beim Schauen auch gestellt habe. Da geht es mir vielleicht wie Roger Ebert. Gut, mit dem vergleiche ich mich jetzt. Herrje. Ich habe echt teilweise nicht gewusst, was soll mir der Film jetzt aussagen? Also, du, Max, so wie er gemacht nicht, ist. Du bist ja nicht alleine. Ich meine, ich habe den Film ausgewählt, aber ich sag's gleich frei raus, ich finde ihn nicht gut. Nee. Er hat ganz viele Szenen, die sind für sich genommen, sind hier wirklich großartig, weil die so kurios, so skurril oder einfach nur so abgrundtief herrlich bescheuert sind. Aber der hat dann auch viel Leerlauf. Der Film geht fast 2 Stunden. Es gibt wirklich Momente, da dachte ich mir bei der Sichtung so, passiert hier noch mal irgendwas? Das habe ich auch befürchtet irgendwie, aber ich musste eigentlich immer lachen. Also ich hatte da echt immer, eine der besten Szenen ist ja, wo er dann eben oben ohne Schweiß getränkt irgendwie sein Yoga macht da im Garten irgendwie. Und dann kommt dieser Böse, der ja lustigerweise, haben wir auch schon drüber gesprochen, direkt gegenüber von ihm wohnt. Und der kommt doch mit so einem Motorroller angefahren und beobachtet ihn so aus der Ferne und schaut ihn irgendwie so ganz homoerotisch an. Und dann steht auch noch dieser Bauer, der ihm die Wohnung vermietet hat, steht dann auch an seiner Scheune und schaut Patrick Swayze, halbnackten Patrick Swayze zu und wischt sich dann auch so die Stirn. Wo ich mir dachte, so, was ist denn da gerade los? Also überhaupt. Patrick Swayze wird von älteren Männern begafft und die kriegen sich nicht mehr ein vor. Ja, aber das ist vielleicht, keine Ahnung, schau dir mal Fußball an. Da ist, also ich glaube, was gibt's für homoerotischere Elemente als schwitzende Männer beim Fußball oder Football, wenn sie nach dem Sieg sich die Trikots runterreißen und dann gegenseitig. Also ich glaube, dass du da, das ist so ein Teil, den muss man, wahrscheinlich wird es jetzt zu philosophisch, oder? Ich glaube, das gehört einfach zu diesem Chauvinismus, gehört auch ein ganzer Batzen Homoerotik irgendwie mit dazu. Ich habe mich ja bei der Szene nur gefragt, was der Regisseur damit jetzt aussagen wollte. Ob das jetzt Absicht war oder ob die zufällig halt so schauen, als würden sie angeifern irgendwie. Das habe ich mich nicht. Ich glaube, der Regisseur hatte nur eine Aufgabe vom Produzenten und hat gesagt, lass den Patrick Swayze cool aussehen. Lass ihn ganz klar den Star sein und inszeniere mir ein paar ordentliche Klappereien, ein paar nette Actionsequenzen. Ich glaube, für mehr war dieser Rhodey Harrington nicht da. Ja. Aber überhaupt was es dann noch gibt, dieses Fitnessstudio in der Scheune, was gibt's Männlicheres? Ja. Ja. Oder was ich auch schön finde, er kommt halt da an mit seinem Mercedes, also hat ja sein altes Auto einfach verschenkt an so einen älteren Mann oder einen Obdachlosen, keine Ahnung, und packt dann sein Mercedes aus, fährt dann zu dieser Stadt und geht halt zu diesem Bauern, der ein Zimmer zu vermieten hat, und dann siehst du dieses Zimmer und es ist halt fast schon wie so ein Loft. Also wenn ich mir mal früher irgendwelche Zimmer zum Übernachten oder so oder zum Anmieten angeguckt habe, dann waren das halt immer so, ja, kleine Kaschemmen, weißt du, so 20 Quadratmeter mit einem Loch in der Wand, wo dann entscheiden konntest, ist das Fenster oder die Toilette. Was ich aber schön fand, wo dann hier Sam Elliott, also hier sein alter Freund, Wade Garrett, wo der noch auftaucht, und da, bei dem musste ich halt immer an Big Lebowski denken. Ich auch. Und dann ist mir erst aufgefallen, woher ich diesen Bösewicht kannte, das war ja auch der Böse aus Big Lebowski irgendwie, dieser Jackie Treehorn. Ja, genau, dieser Fanfurt. Ja. Was, das ist Jackie Treehorn? Ja. Brett Wesley. Heißt die Rolle in Roadhouse. Ach du Scheiße, okay. Ja. Ach, das war einfach witzig. Auch wie am Schluss dann halt einfach er dann da reinläuft und alle Leute umbringt und dann dieser eine Typ, dieser dicke Gauner, noch von diesem Eisbären erschlagen wird. Ungelogen, das ist die geilste Szene. Also wir springen einfach mal vor. Also am Showdown, ja, opfert Dalton halt seinen Mercedes, weil er ist halt angepisst, weil sie haben halt Wade Garrett umgebracht, seinen besten Freund. Und dann meuchelt er sich halt so dadurch
Und der Bösewicht hat halt so ein Trophäenzimmer, wo der Bösewicht da, glaube ich, irgendwie sagt so, ja, die einzige Trophäe, die mir noch fehlt, ist dein Arsch. So viel zum Thema Homoerotik. Und dann ist halt wirklich so ein Dicker, den man schon öfters gesehen hat, wo man sich auch denkt, also der als Henchman, ich meine, ich bin ja selbst dick, ja, also ich würde mich niemals als Henchman bewerben, weil ich weiß, das kann ich einfach physisch nicht erfüllen. Aber dann schleicht dieser Dicke wirklich da durch dieses Trophäenzimmer und guckt diesen Eisbären an und der fängt dann an zu fallen, weil er von dort halt umgeschubst wird. Und es ist nicht, so, dass der sofort umfällt. Nee, das ist, ich habe nachgeguckt. Es sind 13 Sekunden. 13 Sekunden lang schaut der Dicke diesen Bär dabei zu, wie er auf ihn drauf fällt. Und man schießt noch auf den Bären, anstatt einfach auf die Seite zu gehen. Genau. Oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Und, muss ich echt so und was ich auch noch sagen wollte, ist zum Thema Chauvinismus, ist ja auch, wie der Film Frauen darstellt. Weil Frauen haben eigentlich nur zwei Aufgaben. Entweder halt die Damsel in Distress, ne, ganz klassisch, oder aber sind halt da, um Dalton anzuhimmeln. Es gibt ja diese eine Szene, wenn Dalton zum ersten Mal im Double Deuce ist. Ich muss immer so lachen, wenn Wade Barrett in der deutschen Synchro sagt, so, doppelte Dusche. Und diese Kellnerin ihn dann anmacht und er lässt sie halt abblitzen. Und gefühlt jede zweite Frau will halt irgendwie mit Dalton in die Kiste. Ja, diese Blonde, die, das war ja so eine Art Mätresse von diesem Bösewicht, oder? Also diese mit der ganz fiesen Hairspray-Frisur, die dann ja irgendwie auch noch... Patrick Swayze. Ja, die Frisuren in dem Film waren nicht großartig. Ist Spacey? Ach verdammt, Patrick Spacey. Patrick Swayze. Verdammt. Ach so, ich habe jetzt verstanden, die Frau ist Kevin Spacey. Nein. Das sollte ein Witz sein, weil Patrick Swayze hat, glaube ich, von allen Beteiligten die gepflegtesten Haare. Ach so, ja. Nee, aber die, den Witz, die geht doch dann später irgendwann mal zu ihm an der Bar hin und sagt so, wie wär's, wenn du mit mir nach Hause kommst und wir bumsen oder so? Und dann sag ich auch so, ah, das ist mal eine direkte Anmache. Ja, so habe ich damals den Max kennengelernt. Und ich habe Nein gesagt. Ich glaub's auch nur du. Obwohl dieser Jimmy. Aber ich bin trotzdem also, mitgegangen. Dieser Jimmy, also dieser eine Henchman von dem Bösen, mit dem man diesen längeren Kampf am See hat, der ja eigentlich gar nicht so schlecht war. Das ist auch eine geile Szene. Der Bösewicht sprengt die Wohnung. Ja, haut auf dem Motorrad ab. Ja. Und obwohl dort noch vorher so Sachen zu legen hat, geht's euch gut, schafft er es, ihn dann einzuholen zu Fuß und halt vom Motorrad zu kicken. Und dann gibt's halt diesen Kampf so am Ufer, was schon so sumpfartig. Und dann gibt's dann auch diesen schönen Satz, der auch wieder die Homoerotik unterstreicht, wenn nämlich dieser Jimmy dann sagt so, früher im Knast habe ich Leute wie dich gebomst. Ja, und dann kommt der Kehlkopf. Genau, dann reißt Dalton ihm den Kehlkopf raus. Ah, der hat auf jeden Fall auch, der hatte auch einen guten Fukuhila auf jeden Fall. Ja. Ja, da war ich auch überrascht so. Das ging schnell. Also es wurde zwar schon mal angekündigt, dass er wohl schon mal jemanden getötet hat und ihm halb den Kopf abgerissen hat, aber wo er dann dem Typen den Kehlkopf rausreißt, war ich mal kurz überrascht. Und das also ist ja anscheinend so sein, ist ja sein Special. Ich habe U-Bahn dann auch mal probiert bei zwei, drei Leuten. Ich fand, ich habe es nicht geschafft. Das ist ja sein Special Move, weil ganz am Schluss, wo er vor diesem Brad Wesley noch sitzt, dann macht er auch diese Tigerkralle noch, wo du denkst, oh, jetzt reißt er ihm gleich auch irgendwie die Zunge raus oder so. Für Mortal Kombat Fans wird da vorher Fatality eingeblendet. Aber es ist auch so eine schöne Szene, wenn er diesen Brad Wesley überrumpelt hat und dann auch so gefühlt minutenlang so mit der geballten Faust vor ihm steht, so und man sich fragt so, ja, mach's doch einfach endlich. Was soll das denn? Und natürlich, das war der innere Konflikt. Ja, aber natürlich macht er es nicht und dann endet es halt so, dass die Besitzer von diversen Läden dieser Stadt halt plötzlich da stehen und halt Brad Wesley ein paar Schrotladungen mit auf den Weg ins Jenseits geben. Deus Ex Machina. Genau. Genau. In Reinform, wenn wir jetzt mal wieder unseren Wikipedia-Artikel aufschlagen und erklären, was es ist. Nein, das weiß ja jeder. Wie viel, aber der muss ziemlich viel Schrot fressen, bis er dann mal umfällt. Es ist jetzt nicht der blutet schon die Couch ziemlich voll. Ja, das ist klar. Der wird dann auf einmal so brutal, gell? Weil davor haben sie sich halt nur mal ein bisschen auf die Fresse gekloppt, aber dann wird er auf einmal so brutal am Ende. Der war ja, oder ist ab 18, nee, der war sogar indiziert und jetzt ist er ab 16. Oder genau, so, ist er ab 16. Das ist schon witzig. Was ich übrigens auch toll finde, ist, wie andere Leute immer über Dalton reden. Es gibt diesen Jeff Healy, diesen Cody, diesen blinden Musiker, der in dem Double Deuce ja spielt und aller Blues Brothers da auch so, ja, so ein Maschendrahtzaun vor der Bühne ist, damit die Flaschen da nicht ihn treffen.
Und dann wird er halt gefragt, so, sag mal, dieser Dalton, was ist das für einer? Und dann sagt Cody so sowas wie, Dalton, das ist ein Typ, wenn du den verarscht, macht er dich kalt. Und das geht so in einer Tour. Ja, das ist auch geil, wo er dann mal ins Mikro, also nachdem der Patrick Swayze mal wieder einen rausgeschmissen hat oder verkloppt hat irgendwie und der dann irgendwie so auf der Bühne ins Mikro sagt so, sein Name ist Dalton oder der Name ist Dalton. Ja. Das ist so prall. Also das ist schon teilweise echt freiwillig oder unfreiwillig, bin ich mir nicht sicher, komisch. Ja. Weil es dann so, also es fehlt halt nur noch so, hast du, boah, Dalton war auf dem Klo, hat geschissen, boah, geil. Ja, da bin ich jetzt aber wieder bei der Drehbuchautorin, die hat ja halt danach Wag the Dog geschrieben. Mhm. Und das sind ja halt wirklich, wie kannst du zwei, das sind halt zwei Welten. Also. Ja, vielleicht dachte sie halt, das ist eine Parodie und die anderen dachten es halt nicht. Ich glaube, man darf halt nicht vergessen bei Drehbuchautoren, dass es halt auch oft so angeheuert worden. Ne? Da wurde halt gesagt, ja, hier, bitte kannst du das Drehbuch überarbeiten. Und sobald man ja, glaube ich, eine Drehbuchänderung vornimmt, die dann irgendwie was mit der Handlung zu tun hat, dann wird man halt genannt. Es kann durchaus sein, dass diese Hillary Hankin oder wie sie heißt, einfach geschrieben hat, so, ja, er hat halt einen Freund, der heißt Wade Barrett und der kommt vorbei und alles andere hat ein anderer gemacht. Das weiß man einfach nicht. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, nur weil es eine Frau ist, dass sie halt irgendwie dazu gezwungen worden ist, das zu drehen oder zu schreiben. Ich glaube nicht, dass der Produzent Joel Silver da mit der Knarre die erschafft. Nee, das denke ich jetzt weh. Da musste ich gerade dran denken, weil du gemeint hast, es fehlt nur noch, dass der Patrick Swayze kacken geht. Ich dachte nur irgendwie so, es fehlt nur noch, dass er irgendwie, keine Ahnung, noch seinen blinden Musikerfreund am Schluss heilt, weil er so wie Jesus dann teilweise schon so irgendwo umherschreitet und dem dann mit so einem Hand auflegen. Er ist weit davon entfernt. Mit Hand auflegen oder mit so einem Roundhouse-Kick ihm dann wieder. Nee, ich glaube eher mit dem Cobra-Griff, der haut ihm auf den Kehlkopf und dann ploppen ihm oben die Augen wieder raus. Warte mal, Augen hat er ja. Haben alle blinden Augen? Ja. Die meisten. Ja, ja. Entschuldigung. Naja. Aber schon, das fehlte noch, dass er noch übers Wasser geht, ne, um dann abzukürzen, um zu Brad Wesley zu kommen. Das muss ich so sagen, das finde ich so total schrecklich, dass er wirklich gegenüber vom Bösewicht lebt. Stell euch das mal vor, irgendwie James Bond und Auric Goldfinger wohnen halt Parterre übereinander oder nebeneinander. Das in der gleichen Wohnung. Rüber. Das wäre echt was für den Stromberg-Autor, da eine Serie draus zu machen. Ja. Ich musste da auch dran denken, weil er ja eigentlich, wie gesagt, der Türsteher ist und dann wird er auf einmal, macht er dann alles, dann geht er da rein und schmeißt erstmal alle raus, so du bist gefeuert, so wie bei Trump, so you're fired und dann irgendwie so im Laufe des Films wird dieser Laden immer schicker und wie er dann so stolz so daneben steht und dann läuft der Laden wieder und alle gut gekleidet, tanzen da drin und die Geschäfte laufen gut, da musste ich fände es geil, wenn man mal so eine Serie machen würde, wie dieses, sowas wie Rach der Restaurant-Tester, also da rufst du dann an und dann kommt der Rach oder wie die alle heißen, kommt vorbei und motzt deinen Laden auf. Und wenn dann dieser Dalton vorbeikommen würde und deinen Laden wieder auf Vordermann bringt, das wäre geil. Ja, aber so, mich würde es wundern, wenn es sowas in den USA nicht irgendwie schon geben würde. So, keine Ahnung, My Little Dalton. Roundhouse Dalton. Aber ich finde es sowieso total kurios, wie dieser Berufszweig der Rausschmeißer da behandelt wird. Also das ist ja praktisch sowas wie ein Navy SEAL Supersöldner. Also ich kann mir echt vorstellen, dass wenn du bei den Navy Seals genommen werden willst, dass du erstmal vorweisen musst, dass du 8 Jahre als Rauchschmeißer gearbeitet hast. Weil dann kannst du dir irgendwie das Bootcamp erstmal sparen, weil dann hast du eigentlich schon alles erlebt. Ja. Dieser Running Gag, wo es immer hieß, ich dachte, du wärst stärker, oder also da muss man stärker sein oder so. Und er dann auch immer nur so nett lächelt, so, das höre ich zum ersten Mal. Oh Gott. Sieht eh so lustig aus, wie Sam Elliott dann das erste Mal auftaucht und dann in die Prügelei mit einsteigt. Der sieht halt alles andere aus als jemand, der Menschen zu Mus kloppt. Vor allem in seiner Art und Weise, wie, also ich weiß gar nicht, die haben Sam Elliott wahrscheinlich einen Tag vor dem Dreh irgendwie gesagt, dass er was Körperliches machen muss. Hör mal auf zu rauchen und muss dich morgen bewegen. Obwohl rauchen tun sie ja die ganze Zeit, ständig, gell? Das war auch ganz spannend. Außer Dalton. Wer raucht, kann auch prügeln. Dalton raucht und trinkt nicht. Und er lehnt doch auch das Frühstück ab, was ihm sein Groupie da mitbringt einmal. Hm, er raucht schon. Was auch total strange ist, dass diese eine Bardame dann plötzlich morgens bei ihm steht, so am Bett, ja, und sagt, ich habe Frühstück mitgebracht. Ja, alle wollen ihn, ne? Alle wollen ihn, ja.
Der hat aber auch in Dirty Dancing mitgespielt, das kann ich ja verstehen. Das war vorher, oder? Weil das haben mich noch gefragt, weil anscheinend ja, hat Dirty er auch, Dancing war vorher. Der hat ja alle Stunts und so haben die ja selber gemacht, weil die irgendwie sich keine Doubles leisten konnten oder so. Und also der hat dann halt auch mit so einem Stunt Martial Arts Typen getrainiert und so. Also da hat der schon einiges auf dem Kasten, aber was hat denn der noch gemacht, außer so? Also ich meine, Gefährliche Brandung kenne ich noch. Ja, Ghost, Action. Oder? Ja, und ich bin actionmäßig, weil er gesagt hat, er will, nach dem Film hat er dann ja einen Ghost oder sowas gemacht und wollte nicht so als Actionstar in die Schublade da reinkommen. Also er hat die rote Flut gemacht, das ist noch so actionreich. Okay. Steel Dawn, Dirty genau. Tiger. Gott, okay. Leute, was macht ihr? Ja, ja, gut. Und dass er, glaube ich, bei Roadhouse mitspielt, ich glaube einfach, das lag an der Gage, weil die haben, glaube ich, echt viel Geld auf den Tisch gelegt, weil, wie gesagt, nach Dirty Dancing war halt Patrick Swayze halt einfach sehr gefragt. Und ich meine, sie nutzen ja auch wirklich jede Gelegenheit, um ihn oben ohne zu zeigen. Ja, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, du kriegst irgendwie 10 Millionen dafür, dass wir einen Film machen, der einfach nur... Karriere ist im Arsch danach. Der dich einfach nur als geilsten Typen auf der ganzen Welt darstellt, dann würde ich auch sagen, ja klar. Und man habe ich vergessen, ey, das waren die 80er, da liefen so Sachen wie Rambo 2 und 3, die waren auch ultra erfolgreich. Und das sind auch so Charaktere, die schaffen auch alles. Ne? Hm. Also von daher... Wie auch immer, wenn er abgeholt wird von dieser, wie hieß sie nochmal, Kelly... Ach nee, die heißt Kelly Lynch, aber die Frau, diese Doktorin halt, egal. Elizabeth. Wenn die ihn irgendwie mit Elizabeth, wenn die ihn mit seinem kleinen Truck, mit ihrem kleinen Truck abholt, dass dann meistens, wenn sie dann woanders hinfahren, dass er dann am Steuer sitzt. Also sie holt ihn ab und dann Schnitt und dann fahren sie jetzt irgendwo in die Einfahrt im Restaurant oder so und dann sitzt er auf einmal am Steuer. Also immer wenn sie ihn abholt, sagt sie so, lass mich fahren. Das fand ich auch ganz nettes Detail. Was mir ja, auch, aber dann ist der Film auch auf jeden Fall gut ausgewählt. Im Prinzip kann man ja sagen, ist der Film die Verfilmung des Ärzte-Songs Ein Song namens Schunda. Mhm. Ja, weil Dalton ja die ganze Zeit eigentlich immer nur einsteckt und nur wirklich dann aktiv wird, wenn er angegriffen wird. Und am Ende ist es ja wirklich so, jetzt reicht's, ne? So nach dem Motto, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Immer mitten in die Fresse rein. Hm. Ja. Zu Recht. Weil ich auch lachen musste, wo das erste Mal die Bösen, also es war immer so eine kleine Gang um diesen Wilson oder wie der hieß, ne, Wesley, und wo die dann auf einmal noch mit einem Monster Truck anfahren, dann war ich auch so, jawohl, das muss jetzt auch noch sein. Ich glaube, ja, das ist fürs amerikanische Publikum ganz wichtig. Ja, ich fand das so großartig. Da am Ende nicht beim Drag Race irgendwie den großen Showdown machen. Ja. Ich sollte vielleicht noch sagen, es gab vor ein paar Jahren ein Sequel, so ein Direct-to-DVD-Sequel, das kann man sich aber sparen. Das ist, also, ich finde Roadhouse nicht gut, aber Roadhouse sollte man mal gesehen haben, weil es so ein Film der Kuriositäten ist. Das Sequel bitte nicht gucken, das ist einfach noch scheiße. Das heißt übrigens Roadhouse 2. Ach was. Double Deuce. Wahrscheinlich noch. Double Deuce. Doppelte Dusche. Ja, wollen wir Punkte vergeben? Mhm. Gut. Ja, unter welchem? Ja, jetzt mache ich das, was du hast. Ja, du isst beim Podcast. Ich esse nicht beim Podcast. Ich sage euch nicht, was ich jetzt gerade mache. Warte mal. Jetzt ist alles wieder gut. 1,5. Okay, ich gebe 2. Ich gebe 2 fallende Eisbären. Er hat halt wirklich tolle Momente, aber der geht 2 Stunden und es gibt echt verdammt viel Leerlauf. Und manchmal ist er echt so blöd, dass es dann irgendwie auch für mich nicht mehr unterhaltsam ist, sondern wie gesagt einfach nur blöd. Ja, ich fand ihn durchweg unterhaltsam, halt wahrscheinlich nicht gewollt, komisch, aber ich gebe ihm 3. Also ich hätte Lust, ihn mir nochmal anzuschauen bald. Aber nicht alleine, sondern halt mit ein paar lustigen... Oh, wirklich, also den Film in einer lustigen Runde mit... ja, alkoholhaltigen Getränken, ich glaube, das ist echt Bombe, glaube ich. Ja, so ein Trinkspiel bei jedem Roundhouse-Kick, ein Shot oder so, kann man schon machen. Oder bei jedem Fukuhila. Trinke ich einen Ingwer-Shot und sterbe dann an der Vitaminvergiftung. Ja. Okay, dann haben wir den Chauvinismus abgehakt. Ja. Dann haben wir den Chauvinismus beendet. Also wir haben jetzt den Chauvinismus ganz eiskalt. Ganz gibt's ehrlich, ich meine, der Westworld-Cast, ja, macht seit gefühlten Monaten, reden wir über eine Serie und wir brauchen einen Podcast, um den Chauvinismus abzuhaken. Also bitte. Das ist eben abzuschaffen. Die große Regel des Telehorst, dass wenn wir sagen, es ist abgeschafft, beginnt eine neue Zeitrechnung. Leute, ja. Es ist so. Also dann machen wir jetzt als nächstes rassistische Filme, genau, dann machen wir als nächstes Rassismusfilme, dass wir das auch endlich mal erledigt haben, das Thema. Ja, das ist echt an der Zeit.
sorry, aber Rassismus ist halt echt eine Leier. Da müssen wir, weißt du. Da machen wir noch Orban-Filme, da machen wir noch Erdogan-Filme und da machen wir noch Trump-Filme. Ja. So, aber wir machen das nächste Mal weder das eine noch das andere. Jetzt bin ich gespannt. So. Ja, ich müsste jetzt von euch beiden irgendwie einen bitten, eine Münze zu werfen. Ich habe eine Münze hier liegen. Ja, und zwar, was ist auf Münzen drauf, Kopf oder Zahl? Mhm. Kopf wäre das, was ich mir oben aufgeschrieben habe und Zahl wäre das, was ich mir unten aufgeschrieben habe. Es ist in etwa das gleiche Thema, nur ein bisschen anders formuliert. Okay, okay. Moment. Kopf. Kopf, das ist dann das obere Thema. 217. Bitte einmal aussteigen. Filme, die ich nicht mal annähernd kapiere. Okay. Okay. Tja, da würde ich sagen, wir kommen nächstes Mal zum David Lynch-Cast. Ja. Muss ich auch gerade dran denken. Oh Gott. Da brauchen wir aber ein bisschen so Akte X-Musik dann fürs nächste Mal. Ja, finde ich gut. Erhöhe den Druck auf den Namen, Andi, noch ein bisschen mehr. Du, wie gesagt, dürfen wir ja eh nicht hernehmen, wegen Copyright. Nur zur Neugier würde ich gerne gleich noch wissen, was das andere Thema wäre. Das andere Thema wäre ja in etwa so, das wäre Nummer 10 gewesen. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluner Weird-Filme? Okay. Aber da sind wir ja in etwa auf der gleichen. Ja gut, Ebene. Dann, ich habe meinen Film schon. Okay, ich bin jetzt auch gespannt. Deswegen würde ich den Cast jetzt hier auch gern beenden. Ja. Mit der üblichen Anmerkung, dass man uns auf den verschiedenen Plattformen ja bitte liken und abonnieren kann. Und ich weiß, dass jeder von euch weiß, wo er sich das gerade anhört. Genau, hinterlasst einen Kommentar und zündet unsere Kerze an. Genau. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Cast. Yes. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.